Schuss. Beziehungsweise bringt es mit einem Schuss zu Fall, wenn ich die Beine treffe. Und dann die zweite, der zweite kann dann. Zack! Hätten wir, die hätten wir, glaube ich, früher kaufen sollen. Die sind echt richtig geil. Ich bin jetzt gerade nicht voll in der Story drin, aber es ist die Frau, die er sucht. Also seine Frau, Freundin oder was auch immer. Jetzt sind wir wieder hier? Okay. Ach, das war's jetzt hier. Wahrscheinlich kann man sagen, es war das Ende Kapitel 3 oder was. Sieht so aus, ja. Können wir jetzt nochmal im Shop ein paar Sachen kaufen. Ja, nee, ist klar. Wir müssen am Ende nochmal Viecher hinsetzen. Wir sind die Entwickler, wir können einfach nicht mal Ruhe geben. Oh Gott. So. Ja, wir hatten ja auch irgendwas, was wir noch im Shop verkaufen konnten, glaube ich. Kann das sein? Irgend so ein Inventarding, was nur dafür da war, eigentlich, um verkauft zu werden. So, erstmal die ganzen Schemata hier. Ja. Bla bla bla. Im Shop verkaufen, um Credits zu halten. Genau, das tun wir jetzt mal. Sicher, ja, natürlich. Ganz sicher, wollen sie das wirklich verkaufen? Wollen sie nutzlosen Scheiß verkaufen, der Inventar voll macht? Ja, ich glaube schon. Wollen wir auch nicht. So, die Waffen sollten wir vielleicht behalten. War nicht schlecht. Wir haben so viel Kohle, ne? Das ist einfach der Hammer. Nein, 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 nein. Dreck, wollte ich nicht, verdammt. Also nochmal. Jetzt kaufen wir. Was für eine Munition kaufen wir denn jetzt? Wahrscheinlich wird da manches relativ teuer sein. Plasmaenergie. Ich kann sogar Energieknoten kaufen, sehe ich gerade. Das kann ich ja auch mal machen, ne? Wir haben so viel Kohle. Und finden ja eigentlich doch immer relativ viel Munition. Also so viel, dass es gerade reicht eigentlich. Hydrazin, Industriebrenner, ja. Industriesäge mit Fernsteuerung, bitte was? Soll ich die kaufen? Ich überlege gerade, das wäre mal eine Nahkampfwaffe, ne? Ich glaube, da schlage ich mal zu, aber das hört sich ja ziemlich scheiße an eigentlich. Naja, komm, was soll der Geiz? Wir haben es ja. Gibt's für diesen Cutter gar keine Dinger hier, oder was? Ich würde gerne meinen Anzug aufrüsten, aber das geht auch nicht. Ja gut, also dann bringt ja nichts jetzt hier eben lang rum zu überlegen. Machen wir es mal so, jetzt kaufen wir hier mal ein paar. Wenn ich die nicht so toll finde, die Waffe. Einer geht noch. Dann habe ich ihn jetzt. Plasma-Energie. Ja, eigentlich. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich noch mehr kaufen soll oder nicht. Wie viel Platz hätte ich denn noch? Ja, jede Menge, ne? Also eigentlich ein paar Medipacks wären nicht schlecht. Wir müssen einfach mal ein bisschen shoppen hier, das dauert jetzt halt ein bisschen. Ich muss mich da jetzt ein bisschen strukturieren, weil wenn die Kapitel, wenn die jetzt weiterhin so heftiger werden, so wie das am Ende jetzt gerade eben war, dann muss ich mir wirklich ein bisschen eindecken hier mit Munition. Ein kleines. Luftkanister brauchen wir nicht, brauchen wir auch nicht. Ja, da geht auch noch einer. Komm so. Wir gehen jetzt mal richtig, hauen das Geld jetzt mal richtig mit vollen Händen zum Fenster raus. Dann gehen wir einmal noch kurz darüber. War hier noch eine Werkbank, wie auch immer das Ding heißt. Ich würde jetzt gerne mal meine Knoten noch verballern. Da haben wir, glaube ich, zwei. Ich weiß gerade nicht mehr, wo die stand.
Hier glaube ich nicht, oder? Nee. Ja gut, dann müssen wir das eben... Wird schon im nächsten Kapitel dann am Anfang wieder irgendwo einen geben. Sieht mein Inventar wie aus? Mal schauen. 100. Ja, noch ein bisschen was für dieses Impulsgewehr wäre vielleicht nicht schlecht. Erstmal speichern. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel es in dem Spiel gibt. Ich glaube, ich hatte mal nachgeschaut und habe es aber wieder vergessen. Es waren, glaube ich, 7 oder so. Also haben wir noch was vor uns. Und ich fürchte, dass es nicht besser werden wird. So, da wollte ich noch ein paar kaufen. Alles klar, ich denke, jetzt sollte das reichen. Wahrscheinlich haben wir jetzt wieder zu wenig Medipacks. Egal. Irgendwas ist immer zu wenig. War hier eine Workbench? Ne. Na gut, dann halt nicht. Dann machen wir das. Alles klar, das war's. Bin mal gespannt, was das nächste Kapitel bringt. Boah, das Finale war jetzt richtig, richtig heftig in dem, muss ich sagen. Richtig, richtig heftig. Ja. Richtig krank. So, und was kommt jetzt? Kapitel 4, bevorstehende Vernichtung. Jetzt geht's auf die Brücke, oder was? Okay. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ich weiß gar nicht, ob ich es wissen will. So. Isaac, oh Gott. Kommen Sie. Kendra hatte recht, das AA-System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Kapitäns erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach was. Cici wusste nichts darüber. Sie lügen doch. Augenblick mal. Ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bring uns zum Cockpit des Captains. Ich werde Ihnen später alles erklären. Hammond out. Okay. Ja, der Marker, dieser Begriff ist schon ein paar Mal gefallen. Bin mal gespannt, was es damit auf sich hat. Oh Mann, wie sieht's hier wieder aus, ey. Attention, the bridge of the USG Ishimura is a secured location. All personnel must pass a security bioscan before entering. Please proceed to the right and wait for instructions from the officer. Thanks for your cooperation. The Ishimura Security Team. Ja, das könnte natürlich so ein Problem werden, weil wir sind bestimmt nicht registriert. Na, spring mich an, los. Ja, oder so. Was zum Teufel? Okay, das war wieder dieses Riesenviech. Was ist das? Meines Erachtens, was ist das? Boah, die Viecher werden auch mal größer. Okay, wir haben nochmal einen Shop, aber eigentlich haben wir jetzt alles. Wie viel Platz haben wir eigentlich noch im Inventar? Gar keinen. Cool. Aber eigentlich bin ich so relativ zufrieden mit dem Zeug, was wir jetzt da rumtragen. Auch wenn wir jetzt natürlich etwas viel Kohle ausgegeben haben. Hauptatrium. Willkommen, Ishimura Offizier. Wow. Okay. Sieht irgendwie aus, als würde es gleich richtig abgehen hier. Okay. Isaac, Einschlag auf der Brücke, genau zu deinen Füßen. Ich sehe schwere Schäden, die Einschlag sollte aber okay sein. Okay. Die Lebenserhaltungssysteme sind stabil. Wir müssen jetzt das AAS zum Laufen bringen. So. Lass mal alles abchecken. Plasma Energie. Und ich habe natürlich wieder keinen Platz. Okay, lass mal einfach mal hier liegen. Scheiße, die würde ich eigentlich schon gerne mitnehmen.
Ich habe einfach die Befürchtung, hier geht es nochmal so richtig dreckig ab in dem Raum hier. Das heißt... Vielleicht brauchen wir die Munition gleich noch. Wir speichern erstmal ganz gemütlich. Und schauen da mal, was uns noch auf uns zukommt. Wenn hier so viel Munition liegt, geht es bestimmt gleich richtig ab. Ich habe einen herrlichen Ausblick auf den Planeten. Aegis 7, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau der hieß, aber ich glaube, es wurde mal irgendwann so genannt. Ja, hier haben wir einen. Wo muss ich denn jetzt hin? War das andere? Irgendwo eine Konsole oder was? Ah, da runter geht's, alles klar. Ja, okay, da muss ich doch mal überlegen, ob ich irgendwas mitnehmen will von dem ganzen Scheiß da oben. Mist, ich hätte doch nicht so viel kaufen sollen, Scheiße. Ja, komm, den entsorgen wir erstmal. Ich will lieber nochmal hier. Ne, will ich den mitnehmen oder will ich. Wo war denn der andere hier? Diese Klinge da. Für den. Jetzt auch nochmal so viel Zeug, hey. Okay. Ich habe eigentlich extra die Kettensäge gekauft vorhin, weil ich dachte, die bräuchte keine Munition. Aber so wie es aussieht, muss man für die auch Munition verwenden. Das ist natürlich ziemlich für den Arsch. Wir werden die dann mal ausprobieren. Aber es klingt jetzt nicht so berauschend, finde ich, wenn die, ja, wenn die eben auch Munition braucht. Dann ist ja der Vorteil von der Nahkampfwaffe so ein bisschen hinüber. Dafür. Ich sollte aufpassen, dass ich hier nichts übersehe. Ist echt schlimm. Jetzt sind auch nochmal hier alles voll. Ich wäre fast vorbeigelaufen. Na? Gut, die kann ich eben nicht mitnehmen. Also atmosphärisch muss man sagen, es ist einfach richtig geil gemacht. Das kann man echt, da kann man echt nichts geben. Komm! Wir sind jetzt an Bord gegangen! Wiederhole, sind an Bord! Wir werden angesetzt! Was zum Teufel sind das für Kreaturen? Die haben schon fast die gesamte Weltmannschaft umgebracht! Wir brauchen hier dringend Sicherheitsverstärkung! Waffen müssen nicht! Wir können sie nicht lange zurückhalten! Ja, atmosphärisch kann man echt einfach nichts sagen. Man kann es nicht besser machen als in diesem Spiel, würde ich sagen. Das ist wirklich... Ich weiß nicht, ob es beim Zuschauen, beim Let's Play auch so rüberkommt, aber wenn man es spielt, ist es einfach 1A. Man kann echt, taucht voll ein in dieser Welt. Dementsprechend sind auch die Schockmomente eben richtig, richtig intensiv, weil man eben, ja, so gefesselt ist von der ganzen Atmosphäre. Da muss man wirklich Lob aussprechen. Okay, das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Das ist Anzug Level 3. Das brauchen wir auf jeden Fall. Da muss ich jetzt irgendwas... Was soll ich dafür wegschmeißen? Scheiße. So eine Scheiße, ich kann eigentlich nur sowas machen, hier den noch benutzen. Nein. So. Jetzt nämlich den Hebel. Kam schon lange kein Gegner mehr und. Oh Gott, wie gerade schon. Ja, wir haben zu diesem. Mann, haben Sie mich erschreckt. Servus. Ich werde hier noch zum Schisser. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden getroffen. Echt? Hört sie. Ich weiß, dass Kent von mir nicht kommt. Ich weiß wirklich nichts über einen Mars oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ganz easy. Das Chaos da ist das Asteroidenabwehrsystem. Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens 3 Verteilerkästen umleiten, um die Primärkanone zu aktivieren. Aktivieren Sie aber zuerst die Atriumaufzüge der Brücken-Security. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Ach, übrigens, Isaac, seien Sie vorsichtig. Ich habe da was gesehen, ich habe keine Ahnung, was es war, habe es auch nur kurz gesehen, aber... Es war riesig. Gewaltig. Sehr beruhigend. Richtig beruhigend. So, nehme ich mal den hier ab. Nehme dafür den mit. Muss hier ein bisschen haushalten bei dem Inventar. Wir brauchen auf jeden Fall brauchen wir mehr Platz im Inventar. Ich weiß gar nicht mehr, ob das glaubt, mit dem, wenn ich den Anzug aufrüste, dann werden wir da mehr Platz bekommen. Das heißt, das müssen wir ganz dringend machen. Würde mal hier schauen.
Ja gut, okay. Nicht so wichtig. Ich beeil mich lieber. So. Okay, alles klar, dann schauen wir mal. Wo geht's denn jetzt weiter? Da durch, oder was? Scheiße! Zurück! Ich dachte, du wärst tot, als ich die Kapsel verriegelt hab. Diese Scheißdinger sterben nicht einfach so. Hä? Was war denn das? Okay. Ich würde sagen, ich spüre zum nächsten Speicherpunkt und dann würde ich mal Feierabend machen. Der war jetzt gerade hier, das heißt. Ich mache jetzt mal Speicherpunkt. Einmal so. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.